Herzlich willkommen zu einem neuen Herzerwärmer-Podcast. Hier ist die Jeanette und die Frage des Tages lautet heute: Wie trainierst du deine Aufmerksamkeit? Zu Zeiten, wo wir wirklich am laufenden Band am Handy sitzen, uns durch die digitalisierte Welt jagen lassen und ständig in Action sind, es ist so wichtig, dass wir die schönen kleinen Momente wieder beachten lernen. Im heutigen Podcast werdet ihr Dinge erfahren, wie ihr zurückschrauben könnt und wie ihr es wirklich schafft, eine Viertelstunde nichts zu tun, nichts zu denken und nur euch zu fühlen. Gigantisch! Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Eure Jeanette. Herzlich willkommen zum Herzerwärmer Podcast, ein Projekt der Smart Life Toolbox FSK 18. Jeanettes Ziel als Deutschlands erste Herzwärmerin ist, dass du dich nach dem Hören ihres Podcasts augenblicklich lebensfroher, motivierter und einfach herzerwärmt fühlst. Du bist genau richtig, wie du bist. Herzlich willkommen zu einem neuen Herzerwärmer Podcast. Heute habe ich regelrecht jemanden bei mir, den ich mir die ganze Zeit gewünscht habe. Endlich habe ich meine Lieblingsbranche zu Besuch. Hallo Uli. Hallo Jeanette. Uli, am besten erklärst du kurz in 3 Sätzen, wer du bist und was du machst. Ich bin Uli Kruthaub. Ich bin seit mittlerweile 16 Jahren hier in der Blomberg-Klinik der verantwortliche Geschäftsführer. Wir sind ein Teil einer Unternehmensgruppe, die ein familiengeführtes Unternehmen ist, privatwirtschaftlich in der Gesundheitsbranche tätig. Und wir haben hier an diesem Standort 138 stationäre Plätze, 15 Tagespflegeplätze und sind hier an diesem Standort mit etwa 165 Köpfen beschäftigt, um einfach diesen, ich sag mal, Lebensabschnitt, den die Bewohner in einer Pflegeeinrichtung haben, der im Regelfall bis zum Tod führt, möglichst, sag mal, gut zu organisieren, gut zu betreuen, gut zu pflegen. Und das mit einer großen Herzlichkeit. Das ist also etwas, was uns besonders auszeichnet, wo ja auch einer unserer Überschriften das immer wieder prägt: Wir betreuen und pflegen mit mehr Herz. Und ja, das ist etwas, woran wir uns auf der einen Seite messen lassen, auf der anderen Seite auch viel Freude haben. Und mit dieser insgesamt mitarbeiterorientierten Unternehmensführung, mitarbeiterorientiert und werteorientiert, sind wir auch schon über die letzten 10 Jahre an vielen Wettbewerben ausgezeichnet worden, was dazu führt, dass auch der Mitarbeiter einfach stolz darauf ist, dass er hier arbeitet, dass das, was wir machen, etwas Gutes ist, wo ich immer sage, mit Menschen, am Menschen arbeiten ist so das Wertvollste, was man tun kann. Auch wenn es in der Gesellschaft lange gebraucht hat, in den Fokus zu gelangen. Jetzt gerade sind wir ja entdeckt worden, auch von der politischen Ebene die letzten 1, 2, 3 Jahre. Und wir schauen, wo das hinführt. Also ja, und ich persönlich habe noch 2 erwachsene Kinder, die sich mittlerweile in diesem Jahr ins Berufsleben begeben haben und auf eigenen Füßen stehen, auf die bin ich sehr stolz, die 2 mündige Bürger sind, die gut in die Welt passen. Und, das ist so, Das werden Sie gerne hören. Meine Situation zurzeit, ja. Ich finde das ja schon, wie du sprichst, also auch in dem Vorgespräch, was wir hatten, wie du über die Menschen, mit denen du arbeitest und an denen, so wie hast du gesagt, mit Menschen und an Menschen arbeiten, sprichst, wie du über diese Menschen sprichst, das geht mir das Herz auf. Weißt du warum? Weil ich glaube, wir sind so ein Konsumland
Und es lässt sich unheimlich schnell erklären, ich verkaufe eine Seife, ich verkaufe ein Auto, verstehen alle, ich verkaufe ein Brot. Aber was das bedeutet, mit Menschen zu arbeiten, diese kleinen Gefühle, die dann passieren, wenn man etwas Gutes tut, was da auch zurückkommt, das ist was ganz unbeschreiblich, im wahrsten Sinne des Wortes, Schönes. Deswegen nochmal schön, dass du hier bei mir bist. Und ich weiß ja, ihr habt überhaupt gar keine Zeit für irgendwas. Ja, wir sind im Grunde genommen immer sehr busy, das stimmt. Und da muss man sich auch tatsächlich selber hier und da auch abgrenzen, um einfach, ja, ich sag mal, nicht aufgesaugt zu werden. Auch das ist eine Kunst, gerade in diesem Dienstleistungsbereich. Das gelingt uns aber mehr gut als weniger gut. Also wir kriegen das insgesamt gut hin. Wie macht ihr das? Indem wir im Grunde genommen, ja, wenn ich so eine Situation darstelle, der Bewohner möchte sich gerne mitteilen. Und dann darf man, und irgendwann ist ja die Zeit dann auch endlich und der Mitarbeiter dann sagt, Herr Müller, ich muss mich nicht nur um Sie kümmern, es gibt im Grunde genommen auch noch andere Bewohner und es ist ganz spannend, was Sie sagen. Vielen Dank für Ihre Erzählung. Nun muss ich mich aber um Frau Müller kümmern oder um die nächsten Bewohner. Durchaus auch das Verständnis, dass er eben nicht der Einzige auf der Welt ist, auch wenn er in dem Moment natürlich der Wichtigste ist, weil er der Teilnehmer der Unterhaltung ist. Das geht relativ, ich sag mal, gut. Schön. Das fällt einem bei dem einen oder anderen Bewohner, glaube ich, auch dem einen oder anderen Mitarbeiter durchaus mal etwas schwerer. Das glaube ich auch. Je nachdem, wo dann auch die Bindung oder die Sympathie füreinander da ist. Und das ist auch etwas völlig Menschliches. Und ja, wir haben auch den Bewohner oder die Gruppe von Bewohnern, die auch immer am Meckern sind. Auch die gibt es. Die ist nicht so groß, zum Glück. Zum Glück. aber auch die gibt es, wo ich immer durchaus auch meinen Mitarbeitern sage, da hattest du jetzt nur 5 Minuten mit ihm zu tun. Ich meine, der muss mit sich den ganzen Tag und die ganze Nacht auskommen. Also da müsste man ihn ja fast dafür bedauern. Und da kann man glücklich sein, dass man eben nur die Viertelstunde am Tag mit ihm verbringen muss. Wobei davon haben wir tatsächlich nur ganz wenige. Ich glaube, die kann ich fast an einer Hand abzählen. Also so missgestimmt oder so vergrämt in ihrem letzten Lebensabschnitt sind. Die meisten sind sehr zugetan und zugewandt. Es ist aber auch dann wieder ein Geben und ein Nehmen. Wenn ich als Mitarbeiter zugewandt auf den Bewohner zugehe, dann kann ich ja auch schneller erwarten, dass der zugewandt zu mir ist. Das ist auch unsere Philosophie. Wir haben uns 2005 auf den Weg gemacht, uns mitarbeiterorientiert zu entwickeln. Das sind jetzt mittlerweile 14 Jahre, weil das ist einfach die wesentliche Ressource, um die es geht. Ja. Die war damals noch nicht knapp, heute ist sie knapp. Und das bekommen wir im Markt dann natürlich auch zu spüren. Auch wir müssen uns ums Personal bemühen, aber es gelingt uns immer noch etwas schneller als dem, ich sag mal, nicht so entwickelten Wettbewerber oder Marktbegleiter, sage ich immer gerne, der noch nicht an dieser Stelle ist. Und ich gebe auch gerne Informationen zu Dingen, die wir tun, auch Preis, damit auch dort eine Entwicklung stattfindet. Zum Beispiel also einer meiner Leuchttürme ist, wir machen bei uns Kinder geburtstagsfrei. Das habe ich 2013 habe ich das eingeführt. Das heißt, der Mitarbeiter bekommt zum Geburtstag seines Kindes bezahlt frei. Ehrlich. Das steht im Dienstplan KGF für Kindergeburtstagsfrei. Oh. Und dann wird er auch nicht mehr angerufen oder aus dem Frei geholt, weil an dem Tag ist Geburtstag des Kindes. Da habe ich eine Gänsehaut, ne? Das fanden die Leitungskräfte am Anfang nicht alle toll, weil das steht im Dienstplan schon vorher KGF, das heißt, den kann ich nicht einteilen. Aber mittlerweile haben auch die keine Kinder haben, es geht bis inklusive des 14. Geburtstages, zählt das. Okay. Die also, dann will manchmal das Kind vielleicht das auch gar nicht mehr, dass die Eltern zu Hause mitfeiern. Ich habe 3 Kinder. Ich weiß, wovon du sprichst. Und das mittlerweile auch die gar nicht davon partizipieren, das als
bezeichne es mal als Leuchtturm, als tollen Leuchtturm auch nach draußen tragen und sagen, guck mal, wir haben bei uns haben wir Kindergeburtstagsfrei. Das ist also was Tolles. Ist auch so einer meiner größten Sterne, die ich so immer wieder auch gerne erzähle und mittlerweile ja auch schon im sechsten Jahr. Und wir haben dadurch keine Überstunden aufgebaut. Das war ja Frage des Inhabers, wie viele Überstunden, wie viele freie Tage zusätzliche gibt es dann? Für die ganze Unternehmensgruppe sind das ungefähr 100 zusätzliche Tage. Es gibt ja noch 3 weitere Unternehmen, die zur Gruppe gehören. Also bei 450 Mitarbeitern sind das ungefähr 100 Tage. Aber es bauen sich deswegen keine Überstunden auf, weil dieser Tag wird einfach kompensiert. Das ist im Grunde genommen, bringt einfach auch eine gute Stimmung. Einmal für die betroffene Person selber und natürlich im Grunde genommen auch ein Stück weit fürs Team. Und dadurch, dass es nur temporär ist, ist es nicht gerecht. Ja, das habe ich auch in der Mitarbeiterversammlung immer wieder gesagt, das ist nicht gerecht und wir machen es trotzdem. Weil es in dieser Lebensphase für diese Familie etwas Besonderes, Wertvolles ist. Und Absolut. Da können wir wieder lernen, eben nicht die Neiddebatte zu führen, sondern wir können lernen, der Kölner würde sagen, gönnen können. Ja, das ist eine Übung darin, wieder dem anderen etwas zu gönnen, was ich selber nicht habe. Toll. Das habe ich mir gleich mitgeschrieben. Du bekommst ja dann unter unsere Folge kommt ja ein Beschreibungstext. Und deswegen schreibe ich immer fleißig mit, was du Schönes schreibst, dass die Leute gleich mitlesen können, worum es bei uns geht. Und der Leuchtturm, ich sage immer, weißt du, manchmal, wenn ich mit Menschen arbeite, beobachte ich die ganz genau. Ich höre mir an, welche Worte besonders leuchten, wann die Augen besonders strahlen und dein Leuchtturm passt da so schön mit rein. Weil dann bekommt man ganz schnell raus, dann, wenn die Leute am meisten strahlen, dafür sind sie auf der Welt. Für diese Momente. Und je mehr man solche Momente geben kann, umso besser wird alles funktionieren und auch das Team miteinander. Also ihr habt das wirklich, ihr habt es im Griff, ich freue mich. Schau, ich habe hier eine ganze Menge Fragen heute zur Verfügung und du kannst heute wählen. Du hast heute viele Fragen. Ich lese dir einfach die Nummern vor und du wählst deine Lieblingsnummer aus. 17, 23, 22, 15, 28, 26 oder 25. Ich hätte schon nach der 17 halt rufen können, die 17 ist es. Wir hatten ganz am Anfang, als ich dich eingewiesen habe, habe ich dir gesagt, die Fragen passen meistens perfekt zu dem Menschen, der sie zieht. Wie trainierst du deine Achtsamkeit? Was tust du dafür, dass es dir gut geht? Also ich bin begeisterter Heilfastenanhänger. Aha. Das ist etwas, das mache ich regelhaft im Frühjahr, manchmal auch nochmal im Herbst. Und im Normalfall immer eine Distanz von 12 Fastentagen. Das heißt, ich starte am Montagmorgen und ende dann in der Folgewoche freitags. Habe dann am Samstag mein Fastenbrechen. Hat ein bisschen damit zu tun, dass ich am Wochenende gerne auch Essen zelebriere. Und da fehlt es mir am meisten. Bei der Arbeit fehlt es mir gar nicht so sehr. Das glaube ich. Und die Fastenzeit oder Heilfastenzeit, das mache ich mittlerweile, jetzt überlegen, nicht durch meine erste Frau dazu kommen, 1982, also auch schon eine halbe Ewigkeit. 92. Mhm. Ich muss 10 Jahre vertan. Und mir würde was fehlen, wenn ich das nicht machen würde. Das ist so, das ist für mich nochmal so eine, nicht nur neben der, sag mal, körperlichen Reinigung, die da ein Stück weit stattfindet, auch nochmal die Erdung in dieser Phase, wo ich wirklich sehr auf meinen Körper höre, wo ich ihn nochmal deutlich bewusster wahrnehme. Und das kann ich nach dem Fasten noch über mehrere Wochen für mich mitnehmen. Und irgendwann ist tatsächlich der Alltag wieder stärker im Fokus. Aber es ist eine Zeit der Klärung und auch eine Zeit
im wahrsten Sinne des Wortes der Leichtigkeit. Ja. Ich habe ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, wo ich auch diese Kilos dann wieder abwerfe. Die kommen dann in den Folgemonaten auch immer wieder mal zurück zu mir, aber das ist dann auch in Ordnung, weil ich auch weiß, das nächste Fasten kommt bestimmt. Und also Fasten ist für mich ein Punkt der Achtsamkeit. Der aber ja nur einen Teil des Jahres abdeckt. Also der Rest des Jahres bedarf ja auch einer gewissen Achtsamkeit. Es ist ja jetzt nicht in 14 Tagen mit einem Nachlauf von 8 oder 10 Wochen getan. Es geht ja mehr um die alltägliche Achtsamkeit. Und die gelingt mir heute besser als noch vor 10 oder 15 Jahren. Da war ich, ja, ich sag mal, weniger achtsam mit mir selber. Frei nach dem Motto, wo ist das Klavier? Ich trage es raus. heute habe ich durchaus schon mal die Situation, dass ich sage, okay, lass uns mal drüber nachdenken, ob das wirklich wichtig ist oder ist es nur dringend oder hat es von beiden etwas? Wo ich also mit einer gewissen, ich könnte jetzt vielleicht auch sagen, Alterssouveränität anders an die Dinge herangehe. Und ja, das, was heute nicht erledigt wird, wird dann morgen erledigt. Und wenn es morgen nicht fertig wird, geht es halt auch einen Tag später. Also sich diese Freiheit auch zu gönnen und auch den Tag zu einer, ich sage jetzt mal, normalen Arbeitszeitende auch enden zu lassen. Ja. Und dann auch mal zu Hause 1 oder 2 Stunden nichts zu tun oder einfach nur zu lesen oder Musik zu hören. Das darf dann heute auch sein. Das war bei mir nicht immer so. Ich habe immer im Grunde genommen gerne irgendetwas gemacht und ich mache auch heute noch viel, ganz sicher. Aber ich muss nicht mehr die letzte Minute ausplanen und ja, das ist so die Achtsamkeit, also einfach, wo ich auch Bewegung für mich terminiere, das ist für mich ein Termin im Kalender, der genauso wie ein Geschäftstermin ist, weil dann findet er auch statt. Okay. Wenn ich das noch nicht gemacht habe, also bei mir steht das Fitnessstudio genauso im Terminkalender, wie das sieht letztendlich auch hier auch jeder Mitarbeiter, wann ich mich sozusagen wo aufhalte oder kann das sehen, wenn er da hineinschauen will, weil das gehört für mich einfach zum Leben dazu. Für mich gibt es ja auch keine... Ich bin kein Freund der sogenannten Work-Life-Balance, weil diese Trennung zwischen Arbeit und Leben, für mich gibt es nur eine Life-Balance. Und ja. Weil Arbeit gehört zum Leben dazu. Und da findet ja im Grunde genommen auch viel Freude und viel Begegnung statt. Warum soll ich das trennen in Work und in Life? Nein, ich habe eine Life-Balance. Und da gehört Arbeit, ist ein Teil davon. Und es ist wie so ein, spreche ich gern vom Mobile, wo man im Grunde genommen verschiedene Gewichte einfach unterbringen muss, damit es im Grunde genommen ausgeglichen ist. Und dazu gehört auch Bewegung, dazu gehört auch gutes Essen. Und ja, wir essen nicht immer das Richtige oder essen auch manchmal zu viel oder wir haben ja insgesamt 4 erstmal Grundlagen für die Volkskrankheiten, das ist Bewegungsmangel, das ist Trinken, also Alkohol, das ist Rauchen, ist für mich kein Problem, also ich rauche nicht, und das ist von dem Falschen zu viel Essen. Ja. Also einseitige Ernährung. Diese 4 Dinge, wenn wir die doch mal etwas bewusster ins Leben holen, dann habe ich auch automatisch eine gute Vitalität. Und die gehört auch wieder dazu, achtsam zu sein. Und ja, es gibt immer mal vielleicht auch mal einen Tag oder ein Wochenende, da ist man jetzt im Grunde genommen gerade nicht so gesund. Das gibt es natürlich auch, aber jetzt aufs Jahr geschaut oder auf die längere Distanz gilt es einfach, diese Dinge in einer guten Balance zu halten
und sich dafür Freiheiten zu schaffen. Und ich trage mir dann diese Freiheiten durchaus auch mal 2 Stunden nichts tun. Dann, früher hat man mal Langeweile, genau. Ich habe dich mal mitgezeichnet, du hast es so schön beschrieben. Ich glaube, dass du bestimmt auf einer Couch liegst, während die Sonne hoffentlich reinscheint und in deinem Kopf mindestens gute Musik läuft. Ja, schönes Bild, ja, ja. Schicke ich dir dann im Nachgang gleich. Ja, weißt du, ich glaube, es gibt halt sehr, sehr viele Menschen, die können das nicht. Die können nicht sagen, sie bleiben jetzt einfach mal liegen und getrauen sich dieses Nichts auch zu. Also wir leben in so einer Gesellschaft, wo es immer so hier geht. Mhm. Merkt ihr das an euren Bewohnern? Wie die vorher gelebt haben, hat das einen Einfluss? Also vielleicht die Vorgeschichte, ich hatte mal einen Test mitgemacht, ich rauche auch nicht und bewege mich ordentlich und so weiter. Ich werde angeblich 107, weißt du? Also okay. Wie viel Einfluss hat denn das Vorleben? Also da müsste ich jetzt tatsächlich die Pflegekräfte im Detail dazu befragen. Meine Berührung mit den Bewohnern ist ja nur durch das Gespräch auf dem Weg zum Speisesaal oder aus der Einrichtung heraus oder wieder hinein, wo man mal den Smalltalk hält. Ansonsten habe ich mit den Bewohnern, im Verhältnis relativ wenig Kommunikation oder Berührung. Was ich durchaus mitbekomme, ist, dass wenn sie einfach noch alte Baustellen haben. Meistens geht es um, Vergrämung mit den Kindern oder mit dem Partner. Wo ich immer sage, warum wartet ihr im Grunde genommen bis zur Stunde des Todes, um im Grunde genommen das auszuräumen? Das gilt aber auf der Seite des Bewohners häufig genauso wie auf der Seite der Kinder. Plötzlich stirbt jetzt Mutter und jetzt müssen wir im Grunde genommen einfach nochmal das Missverhältnis ausräumen, statt das im Grunde genommen vorher zu tun. Ich meine, hätten wir ja schon vorher viel mehr Leichtigkeit, statt diesen Rucksack da ständig mit sich herumzuschleppen. Da gibt es schon einige, die das aufschieben, tatsächlich bis zur Stunde des Todes und sagen so, jetzt möchte ich das im Grunde genommen aber noch klären. Das ist auf der einen Seite bedauerlich, finde ich, weil sie sich so viel Lebensqualität einfach nicht gönnen an der Stelle. Und das können ja auch viele Menschen nicht vergeben. Das gehört ja dazu. Dann im Grunde genommen loszulassen und wirklich nach vorne zu gucken. Soll ich mich da in der Vergangenheit, die kann ich sowieso nicht mehr ändern. Ich kann meine Haltung oder meinen Blickwinkel zu der Vergangenheit, die kann ich ja verändern. Das ist ja meine Einstellung dazu. Und somit ist es auch nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ne? Das ist also... Das stimmt. Die kann man sich im Grunde genommen auch im Alter noch erschaffen. Irgendwie hat ja auch jede Begegnung oder auch jedes Gespräch führt ja zu einer, Entwicklung des Menschen. Ja. Die eine intensiver, die andere weniger intensiver. Und leider merken sich viele dann im Grunde genommen nur die oder vielfach die negativen Begegnungen, statt sich an den schönen zu erfreuen. Es gibt so viel Wundervolles jeden Tag. Was es im Grunde genommen zu bestaunen gibt oder wo man sagen kann, am Abend, das ist mir doch richtig gut gelungen. Und das habe ich mal als Übung gemacht, auch im Rahmen der Achtsamkeit, über mehrere Monate. Ich habe so einen Tagesabreißkalender und habe auf der Rückseite immer drauf geschrieben, was mir an dem Tag besonders gut gelungen ist und bin dann ins Bett gegangen mit einem wirklich auch Wohlgefühl. Das ist dir gut gelungen, statt im Grunde genommen sich zu martern, da ist das liegen geblieben, das hat nicht geklappt und das hat nicht geklappt. Ich musste die jetzt mal so zeichnen. Das sind nämlich, weil du das Wort die ganze Zeit gesagt hast, du hast mehrfach Leichtigkeit gesagt.
die zwei sind in meinem Logo. Der kleine Teufel heißt Druck und der kleine Engel heißt Leichtigkeit. Die heißen direkt so. Also die haben noch einen zweiten Namen, die heißen, ach, ist das anstrengend und komm, wir machen das, da steckt auch ach drin. Also in machen steckt immer ach. Und das hast du jetzt so oft gesagt, dass ich dir mal zeichnen musste. Gehört zusammen, ne? Ja. Ja, ich bin an der Stelle Verfechter von Sog statt Druck zu erzeugen. Ne? Also es sich etwas entwickelt, wo man intrinsisch einfach hin will und sagt, das macht doch viel mehr Freude. Was nicht heißt, dass es eben nicht diese anderen Tage auch gibt. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile für uns auch im Dialog gelernt, schneller aus diesem alten Muster wieder auszusteigen, um einfach mehr in die Leichtigkeit hineinzukommen. Und das machen wir gut. Also da haben wir Freude daran. Und es gibt ja auch so diesen Spruch, gib dir das Leben eine Zitrone, mach eine Limonade draus. Also machen wir jeden Tag hier Limo. Das ist also das muss ich mitschreiben. Wir haben jeden Tag hier Limo. Ach, schön. Zum Abschluss, ne? Wir sind schon wieder durch, das geht in einer Geschwindigkeit. Deine Frage war ja, wie trainierst du Achtsamkeit? Würdest du bitte unseren Zuschauern und Zuhörern einen Tipp geben, wie sie bei diesem täglichen Hamsterrad und den vielfältigen Aufgaben ihre Achtsamkeit trainieren können? Ja, ich empfehle erstmal mit 15 Minuten zu beginnen und es bis zu einer Stunde auszudehnen. 4 Wochen, jeden Tag eine Viertelstunde, die Füße auf den Tisch legen, sich in den Bürostuhl zurückzulehnen, an die Decke zu schauen und im Grunde genommen nichts zu tun. Das einfach mal so zu machen oder sich 15 Minuten aufs Sofa zu legen, bis sich wirklich eine Viertelstunde am Tag zu gönnen, nichts zu tun. Das macht man 4 Wochen und dann macht man aus den 15 Minuten mal 30 Minuten. Das kann man ja intervallweise erstmal machen. Wir brauchen für neue Gewohnheit, so sagt ja die Forschung, etwa 28 Tage, also 4 Wochen, um eine neue Gewohnheit zu trainieren. Und die dann auszubauen nach 4 Wochen auf 30, später im Grunde genommen, eine Stunde reicht ja. Wirklich mal eine Stunde bewusst nur die Gedanken kreisen lassen oder auch die im Grunde genommen mal zu versenden in Richtung, was ist eigentlich heute besonders gut gelaufen? Die Dinge wie den Fokus wieder auf die schönen Begegnungen des Tages zu lenken und sich da pro Tag eine innere Sichtweise oder Innenschau zu gönnen, die auch durchaus eine Stunde dauern darf. Und diese Stunde ist nur ein 24. von jedem Tag. Ja. Das ist ein Investment in die eigene Achtsamkeit. Und kein Fernseher an, vielleicht noch Musik im Hintergrund oder wie auch immer, wirklich im Grunde genommen mal mit sich zu sein. Das kann ja auch morgens vorm Aufstehen sein. Also sich mal den Wecker zu stellen und sagen, okay, jetzt liege ich einfach nur noch mal eine halbe Stunde im Bett und oder eine Viertelstunde und lasse die Gedanken fließen. Ja. In positive Richtung. Also was möchte ich heute Schönes tun? Was möchte ich im Grunde genommen, wen erkenne ich heute für sein Sein an? Nicht unbedingt immer für die Leistung, sondern es gibt hier geflügelt immer gerne auch den Satz, schön, dass du da bist. Nicht einfach, toll, hast du das gemacht. Das machen wir sowieso, aber nur einfach schön, dass es dich gibt. Und sich das zu gönnen und das, sag mal, das zu geben, und dann sind wir von mir aus auch beim BNI, wer gibt, gewinnt. Da kann man ganz viel geben, und wenn ich da im Grunde genommen gebe, ich bekomme das irgendwie wieder zurück. Vielleicht nicht am selben Tag in gleicher Münze, aber ich glaube, da gibt es eine ausgleichende Gerechtigkeit. Manch einer mag von Gott sprechen, ich spreche dann von der ausgleichenden Gerechtigkeit. Ich glaube, dass es das dann wieder zurückgibt in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise, an vielleicht einem anderen Tag, aber vielleicht auch an demselben. Was für ein Abschluss. Du sprichst mit jedem Wort aus meiner Seele direkt heraus.
Ach, ich freue mich so unendlich, dass ich dich in meinem Interview habe, ehrlich. Ich habe viel mitgeschrieben, vorne und hinten. Wenn die Menschen, die jetzt zuschauen, an dich eine Frage haben, dürften sie dir schreiben? Ja, gerne. Dann schickst du mir einfach im Nachgang mal ein paar Links, wo man dir schreiben kann oder wie man dich erreichen kann. Ja, ich schicke dir meine E-Mail-Adresse, also das ist am einfachsten. Genau. Also die werden auch regelmäßig, also mindestens einmal am Tag gelesen und im Regelfall beantworte ich die auch in sehr kurzer Zeit, ja. Perfekt. Also liebe Leute da draußen, falls ihr irgendwelche Fragen rund ums Thema, ich glaube auch rund ums Thema Achtsamkeit an Uli habt, natürlich vielleicht auch was die Pflege betrifft, manchmal kannst du bestimmt auch da noch einen Tipp geben, dann steht das alles im Beschreibungstext. Uli, ich sag jetzt danke, du bleibst noch kurz dran. Danke, ja, dass du bei mir im Interview warst. Ja, danke fürs Interview. Und wir beide sagen jetzt gemeinsam erstmal Tschüss zu euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Womit hast du jeden Tag zu kämpfen? Kollegen, Stress, deinem Leben? Teile es uns mit und lass dich vom Herzerwärmer-Team unterstützen, deine Welt mit Lebensfreude zu füllen.